Und überschattet von weltweiten Krisen startet heute unter schwierigen Voraussetzungen also die 27. UN-Klimakonferenz, genannt COP27. Das Ganze im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh. Und dort versuchen rund 40.000 Teilnehmer aus fast 200 Staaten in den kommenden 2 Wochen über den Klimawandel zu diskutieren. Der Ukraine-Krieg und die daraus resultierende Energiekrise drohen aber, den Kampf gegen die Erderwärmung zu schwächen. Und vor diesem Gipfel in Ägypten warnen in einer eindringlichen Erklärung das Auswärtige Amt, das Bundeswirtschaftsministerium, das Entwicklungsministerium und das Bundesumweltministerium vor den drastischen Auswirkungen der Klimakrise. Perdita Heise berichtet. Überschwemmungen, Dürren, Feuersbrünste. Es sind diese Extremwetterereignisse, die zeigen, welche enorme Schäden und welch tödliche Zerstörungskraft der Klimawandel birgt. Ab heute ringen daher im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh Politiker, Wissenschaftler und Umweltschützer darum, wie sich der menschengemachte CO2-Ausstoß reduzieren und die Erderwärmung bremsen lässt. 40.000 Teilnehmer aus rund 200 Ländern. Die deutsche Bundesregierung bescheinigt der Eindämmung der Klimakrise höchste Priorität. Aber meine Erwartungen an diesen Klimagipfel sind leider sehr gering. Wir haben eine geopolitisch sehr herausfordernde Situation mit dem Krieg in der Ukraine, drohender Rezession, steigender Inflation und geringem gegenseitigem Vertrauen. Klimaschutz aber braucht Vertrauen und Zusammenarbeit zwischen den Ländern der Welt. Reichen doch die bisherigen nationalen Selbstverpflichtungen bei weitem nicht aus, um die Erderwärmung, wie im Pariser Klimaabkommen vorgesehen, möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Ein weiterer Knackpunkt ist die finanzielle Unterstützung von Entwicklungsländern bei Klimaschutzmaßnahmen und Maßnahmen zur Anpassung an die Erderwärmung. Hierbei hinken die Industriestaaten ebenfalls ihrem Versprechen hinterher. Eine ursprünglich gesetzte Frist, bis 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar bereitzustellen, wurde nicht eingehalten und wird nun wohl erst 2023 erreicht. Es ist Zeit für einen historischen Pakt zwischen den entwickelten und den Schwellenländern. Ein Pakt, nach dem die reicheren Staaten den ärmeren finanzielle und technische Hilfe leisten. Wir müssen die Glaubwürdigkeitslücke und die Solidaritätslücke schließen. Und dann ist da noch die höchst umstrittene Frage einer Entschädigung von betroffenen, meist ärmeren Ländern für irreparable Schäden aufgrund der Klimakrise. Umstritten auch der Umgang mit Klimaaktivisten. Während die Verhandlungspartner in den Konferenzsälen debattieren, ist der zivilgesellschaftliche Protest davor unerwünscht. Mehrere Dutzend Menschen wurden bereits festgenommen, weil sie zu Demonstrationen aufgerufen hatten. Unterdessen haben sich im Prado-Museum im spanischen Madrid Umweltschützer an 2 Gemälden des Barockmalers Francisco de Goya festgeklebt, um so für das 1,5-Grad-Ziel zu kämpfen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.